Meine Schwester. Meine Schwester war immer die Schlimmere von uns beiden. Mein böser Zwilling. Eine passende Aussage, die traf wie die Faust meiner Schwester auf das Auge unseres jüngeren Bruders. Denn wir waren Zwillinge. Auch wenn meine Eltern versuchten, ihren Mangel und Empathie und Verständnis von Moral durch Strafen und Erziehung auszugleichen, blieb sie ein schreckliches Kind. Umso mehr wunderte es mich, wenn auch meine Schwester Jahr für Jahr aufs Neue zu Weihnachten beschenkt wurde. Haben unsere Eltern nicht immer gesagt, der Weihnachtsmann würde nur die braven Kinder beschenken? Letztes Jahr bekamen wir beide ein Fahrrad. Aber ihres war viel schöner als meins. Wie konnte das passieren? Hatte sich der Weihnachtsmann vertan? Führte er nicht Buch über die guten und schlechten Taten aller Kinder? Meine Schwester war die Schlimmste. Eine Ausgeburt der Hölle, mochte man meinen. Doch es gab die Kinderfotos von uns als Babys im Krankenhaus. Vielleicht hatte der Teufel einfach eine Kopie von mir dazu geschummelt, ohne dass jemand etwas bemerkt hatte. Unser Kater Mr. Whiskers musste dies am eigenen Leibe spüren. Immer wenn er von meiner Schwester getreten wurde oder sie ihm am Schwanz gezogen hatte. Es war letztes Jahr der Abend vor Weihnachten, als Mr. Whiskers es zum letzten Mal spüren sollte. Unsere Eltern waren nicht zu Hause an diesem Abend. Heftiger Schneefall hatte ihre Heimkehr unerwartet verspätet. Meine Schwester hatte dies genutzt, um den armen Mr. Whiskers in einen Sack zu stecken und in die gefüllte Badewanne zu werfen. Seine Schreie verfolgen mich bis heute. Dann hat sie die tote Katze draußen verschwinden lassen und Mr. Whiskers sei davongelaufen, weil ich die Tür habe offen stehen lassen. Niemand wollte mir glauben. Warum wollte mir niemand glauben? Ich vermisse Mr. Whiskers. Dann hat sie auch noch das schönere Fahrrad am Tag darauf bekommen. Dieses Jahr wollte ich sicher gehen, dass wenigstens der Weihnachtsmann über die Taten meiner Schwester Bescheid wusste. Also schrieb ich einen Brief an den Weihnachtsmann. Lieber Weihnachtsmann, meine Schwester ist der Teufel. Seit Jahren werden wir von ihr terrorisiert, doch am schlimmsten ist, dass sie unseren Kater Mr. Whiskers ermordet hat. Kannst du nichts dagegen tun? Kannst du ihr bitte dieses Jahr keine Geschenke bringen? Doch noch mehr wünsche ich mir, dass sie einfach aus meinem Leben verschwindet. Ich legte den Brief auf die Fensterbank und am nächsten Morgen war er verschwunden. Er musste den Weihnachtsmann also erreicht haben. Weihnachten rückte näher und meine Spannung stieg in freudiger Erwartung auf das frohe Fest und ich hielt sogar den Terror meiner Schwester viel einfacher aus. Ich hoffte, dass der Weihnachtsmann sie einfach mitnahm, um mich von ihr zu befreien. Es war spät in der Nacht am Abend vor Weihnachten, als ich von einem Kratzen an meiner Tür aufgeweckt wurde. Ich versuchte es zu ignorieren, doch es nahm in seiner Intensität so sehr zu, dass ich einfach aufstehen musste. Ich machte das Licht an und quälte mich aus dem Bett. Ich öffnete die Tür, um nach der Ursache für das Kratzen zu schauen. Doch ich fand nichts als einen dunklen Flur vor. Ich machte einen Schritt in den Flur, um das Licht einzuschalten, und trat in eine Wasserpfütze. Innerlich fluchte ich. Meine Schwester wollte mich bestimmt wieder ärgern. Das Beste war es zu ignorieren, also ging ich wieder zurück in mein Zimmer. Doch ich konnte nicht schlafen. Wieder kratzte etwas an die Tür. Dann war da auch noch ein Geräusch wie Schritte, aber auf dem Dach. Ich rannte zu der Tür und riss sie auf und meckerte: "Lass mich endlich in Ruhe!" Nur um in die Leere zu brüllen. Ah, na toll, dachte ich. Jetzt werden meine Eltern aufwachen und ich bekomme Ärger. Wahrscheinlich war es das, was meine Schwester beabsichtigte. Doch ich hatte Glück, nichts dergleichen geschah. Im Haus blieb es ruhig. Bis auf das Poltern auf dem Dach. Was konnte da los sein, fragte ich mich. Ich betrat den Flur und wieder trat ich in eine Wasserpfütze. Wo war die hergekommen? Es führte eine Spur aus meinem Zimmer zu unserem Badezimmer, dort, wo vor einem Jahr Mr. Whiskers sein Leben hatte lassen müssen. Wann immer ich das Bad betrat, schaute ich unweigerlich zu der Badewanne und erinnerte mich an den Todeskampf des Katers.
Das Schloss der Haustür klackte. Langsam öffnete sich die Tür. Ich erschrak. Was passierte hier? Ich zog mich in den Schatten zurück und beobachtete die Haustür zwischen den Balken des Treppengeländers hindurch. Eine Gestalt stand in der Tür, angestrahlt von der Reflexion des Schnees in unserem Vorgarten. Eine hässliche Gestalt, dunkles Fell, Ziegenbeine, lange Klauen an den Händen. Über den Buckel hatte das Wesen einen Sack gelegt. Es schlurfte in das Haus. Ich wollte schreien, doch besann mich eines Besseren. Mir kam eine Idee. Ich rannte in das Zimmer meiner Schwester, die zumindest vorgab, tief und fest zu schlafen. Ich schüttelte sie, bis sie wach war und sagte ihr, »Der Weihnachtsmann ist da, komm gucken, er ist gerade zur Tür hereingekommen.« Meine Schwester nannte mich erst eine Lügnerin, doch dann hörte sie die Schritte im Flur. Sie schaute auf, dann rannte sie heraus. Das Wesen hatte sich in das Wohnzimmer begeben und stand vor unserem Weihnachtsbaum. Meine Schwester dachte wohl, der Weihnachtsmann brachte nun die Geschenke. Sie rannte auf das Wesen hinzu. Sie schrie. Das Wesen packte sie, stopfte sie in seinen Sack, warf sie sich über die Schulter und schlurfte aus dem Haus hinaus. Das Letzte, was ich von meiner Schwester sah, waren die Füße, die aus dem Sack herausschauten, als das Monster unser Haus verließ. Meine Schwester sah ich nie wieder. Zwillinge sind ganz interessant. Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Meine Eltern hatten uns oft verwechselt und auch der Weihnachtsmann und sein Helfer konnten uns nicht auseinanderhalten. Jetzt musste ich nur noch meinen kleinen nervigen Bruder irgendwie loswerden. Vielleicht, wie ich Mr. Whiskers losgeworden bin. Ich brauche nur einen Sack und ein Gewässer, das tief genug ist.